Jetzt geht's los. Ja, hallihallo, lieber Pippo, lieber Philipp Medicus von der Firma Nova. Schön, dich heute hier bei uns begrüßen zu dürfen am zweiten Online-Stubai Cup, zweiter Tag. Hallo, Philipp. Hallo. Hallo. Grüß dich. Hallo. Kurz zur Info vorab, wir haben jetzt kurze Probleme gehabt mit dem Link. Der Link wurde aktualisiert, also bitte holt euch direkt auf der Homepage nochmal den aktuellen Link oder Facebook, Instagram, habe ich auch den neuen Link schon wieder gepostet. Oder falls irgendwelche Kollegen gerade nicht hineinkommen, dann weil wir gerade einen neuen Link adaptiert haben müssen, weil es leider zwei Probleme gegeben hat, aber die wir jetzt schon wieder bereinigt haben. Super. Ja gut, Pippo, du hast ein ganz interessantes Thema für uns heute mitgebracht. Erzähl einmal, was redest du heute? Was präsentierst du uns heute? Über zwei Dinge rede ich. Zum einen über das, was wir in der Entwicklung machen. Da ist einiges passiert, obwohl nur ein Jahr vergangen ist seit dem letzten Online-Stubai Cup. Wir haben damals schon unsere eigene Software gehabt und haben das aber recht bedeutend weiterentwickelt und können da jetzt Sachen machen und simulieren, die vor einem Jahr noch nicht möglich waren. Und das will ich euch zum einen erzählen und zum anderen über Smart Helpliner bzw. den Mentor 7, worum es da geht, wie der Schirm von diesen Simulationsmöglichkeiten profitiert und was ihn sonst auszeichnet. Aber alles sehr von da, als aus dem technischen Entwicklungsstandpunkt. Ja, super, da freuen wir uns auf eine coole Präsentation von dir und seien ganz gespannt. Genau, und vielleicht noch ganz kurz, wenn ihr Fragen habt, bitte gerne in den Chat einfach reinschreiben. Ich werde die dann am Ende, nachdem der Pippo präsentiert hat, Pippo dann stellen und dann könnt ihr einfach, was euch noch interessiert, quasi dann erfragen. Ich share dann wieder den Bildschirm. Genau. Starte meine Präsentation. Jetzt muss ich mich da ein bisschen wegschieben. Ich beginne wie letztes Jahr, ich denke, das werden nicht alle gehört haben und schon gar nicht sich alle gemerkt haben, mit einer kurzen Erklärung, wie der Simulationsablauf bei uns vor dem Gleitschirm funktioniert. Das beginnt mit der Strömungssimulation. Das kann man sich vorstellen, oder das ist weitestgehend ein virtueller Windkanal. Man platziert den Gleitschirm in diesem virtuellen Windkanal und kann ihn mit beliebiger Anströmgeschwindigkeit und beliebigem Anstellwinkel anströmen lassen und sieht dann, welche aerodynamischen Kräfte auf den Schirm wirken. Und das, man kann da sämtliche geometrischen Parameter vom Gleitschirm beliebig verändern, also das, was da rechts steht, zum Beispiel das Profil, die Eintrittsöffnungen, die Grundform, das Ballooning, alles lässt sich da optimieren, um in letzter Konsequenz die Leistung zu optimieren. Und da gibt es natürlich noch viel mehr Parameter, als ich jetzt da hingeschrieben habe. Und nachdem man die alle verschieden oder beliebig kombinieren kann, gibt es unzählige Varianten, die simulierenswert sind. Das Bild, das man da sieht, zeigt die Druckkräfte, die in einem Gleitschirm wirken. Man sieht da vorne an der Nase, also rot ist ein hoher Druck, blau ist ein geringer Druck. Also dieser blaue Bereich ist, wenn man so will, dort, wo der meiste Auftrieb am Gleitschirm entsteht. Das ist die sogenannte Wandschubspannung. Das ist sowas wie der Reibungswiderstand, könnte man sagen. Man sieht, dass diese Einkerbungen über den Rippen, zwischen dem Ballooning, recht großen Widerstand verursacht.
Es gibt auch die Möglichkeit, so virtuelle Wollfäden am Gleitschirm anzubringen. Das ist dann kann man sich die Strömung anschauen, als würde man tatsächliche Wollfäden auf den Gleitschirm kleben. Und das, all diese grafischen Ausgabemöglichkeiten helfen einem, um sich eben im wahrsten Sinne des Wortes ein Bild von den aerodynamischen Eigenschaften des Gleitschirms zu machen. In letzter Konsequenz vergleicht man dann allerdings mehr Zahlen. Also diese Strömungssimulation gibt Widerstandsbeiwerte, Auftriebsbeiwerte und so Momentenbeiwerte. Also man sieht, wie sehr der Gleitschirm, wie pitchstabil der Gleitschirm zum Beispiel ist. Und man vergleicht dann diese Werte, um zum Beispiel Polaren von verschiedenen virtuellen Prototypen zu bilden. Und man schaut sich dann an, welche Varianten gut sind, welche schlecht sind, welche im Schnellflug gut sind, welche im Langsamflug gut sind, und versucht dann damit diese Parameter, die ich vorher schon genannt habe, zu optimieren. Immer letztendlich mit dem Ziel, die Leistung zu maximieren. Das ist noch eine gebräuchlichere Polaren-Ansicht, die jetzt schon einen Piloten- und Leinenwiderstand berücksichtigt, so wie das die meisten kennen. Diese Strömungssimulation behandelt den Gleitschirm als Starrkörper, der bekanntlich nicht ist. Und damit macht man recht großen Fehler, weil diese aerodynamischen Kräfte, die auf dem Gleitschirm wirken, die führen dazu, dass sich der Gleitschirm verformt. Und diese Verformungen führen dann wieder dazu, dass die aerodynamischen Kräfte am Gleitschirm sich verändern, und die verformen wieder den Gleitschirm. Und das ist so eine Rückkopplung, ist der technische Begriff dafür. Und wenn man diesen Rückkopplungseffekt in der Simulation nicht berücksichtigt, dann bleibt der Gleitschirm eben dieser Stahlkörper, der er nicht ist. Und man kennt nur die halbe Wahrheit und macht viele Fehler. Was man da sieht, ist ein Mentor 7-Prototyp bei Vollgas, beziehungsweise das, wie die Simulation glaubt, dass der Gleitschirm ausschaut bei Vollgas. Das ist der zugehörige Proto. Eine Vollgasaufnahme, also voll beschleunigt, der Schirm wird recht schnell. Man sieht da recht große Übereinstimmung. Man sieht das Eindellen der Nase, das ihr erkennt, und man sieht selbst diese kleinen Querfalten, die sich da einstellen. Also das ist schon ein sehr großer Realitätsgrad, beziehungsweise ein sehr großer Übereinstimmungsgrad. Und das ist sowas, das gab es heute vor einem Jahr noch nicht. Diese Struktursimulation, also ein Ziel beim Gleitschirm ist natürlich, die Verformungen möglichst gering zu halten. Und das erreicht man wieder über Variieren von den Parametern, die ich vorher schon genannt habe. Was da dazu kommt, sind die Verstärkungen, also konkret die Stäbchen. Wenn man auf das obere Modell schaut, ich hoffe, die Auflösung in eurer Präsentation reicht dafür, dann kann man erahnen, dass diese Struktursimulation weiß, dass da vorne Stäbchen in der Nase stecken. Und das heißt, man kann in der Simulation sogar mit verschiedenen Stäbchendurchmessern und Stäbchensteifigkeiten spielen, bis die Verformung so ausschaut, wie man das gerne hätte. Und das ist in aller Regel natürlich minimal. Also man will die kleinstmögliche Verformung erreichen. Das ist ein weiteres Bild. Das ist jetzt ein Tandem-Proto, wo man nochmal zwei völlig andere Formen der Verformung sieht, nämlich da so eine unerwünschte Stabilo-Falte, die da entsteht und die man möglichst loswerden will.
Und dann das viel markantere ist, man sieht, dass der Schirm angebremst ist. Das heißt, es gibt am Schirm natürlich auch Verformungen, die man nicht minimieren will, sondern die man optimieren will. Und diese angebremste Simulation ist auch eine Neuigkeit bei uns, die uns sehr viele Möglichkeiten eröffnet. Da sieht man noch einmal, das ist wieder dieses Modell des Tandem-Protos, den wieder mit ein paar Screenshots von verschiedenen Anbremszuständen. Ich glaube, das sind 0 bis 40 Zentimeter, wenn ich mich recht erinnere, die man da sieht. Und das ermöglicht jetzt neue Optimierungen. Zum Beispiel kann ich mir anschauen, wie die angebremste Leistung ausschaut von diesem Schirm. Und ob es nicht da Bremsvariante gibt, Bremsanlenkung, Bremsbetonung, die die Leistung im angebremsten Flug vielleicht erhöht. Damit zusammenhängend ist das Flare-Verhalten. Schirme, die gutes Flare-Verhalten bedeutet im Wesentlichen, dass der Schirm viel Auftrieb erzeugt, wenn ich an der Bremse ziehe. Das lässt sich dadurch auch optimieren. Und man kann sich sogar anschauen, wie sich der Bremsdruck mit dem Bremszug verändert. Und da gibt es Verläufe, die sich angenehmer und weniger angenehm anfühlen für die meisten Piloten. Da hat jeder ein bisschen einen eigenen Geschmack. Aber selbst das lässt sich in der Simulation abbilden und optimieren. Und all diese verformten Varianten werden natürlich wieder in der Strömungssimulation angeschaut. Und das ist jetzt eine Visualisierung von so einem Randwirbel im angebremsten Flug. Der wird, je stärker man anbremst, desto stärker dieser Randwirbel. Und das habe ich versucht, damit diesen virtuellen Wollfäden zu visualisieren. Es gibt noch eine weitere Verformung am Gleitschirm, die ihr alle kennt, die optimierenswert ist. Und zwar sind es die Klapper am Gleitschirm. Man will da vor allem zweierlei. Man will, dass der Schirm möglichst spät klappt. Das heißt, erst mit bei möglichst geringem Anstellwinkel beziehungsweise möglichst starker Turbulenz. Und man will, wenn der Schirm klappt, da bestimmtes Einklappverhalten haben. Das ist konkret, will man eine geringe Einklapptiefe. Das ist das, was man da bei diesem Mentor 7 Proto im Mittelflügel sieht. Der Schirm knickt gleich einmal hinter der A-Ebene. Das heißt, es ist nicht sehr viel Fläche von dem, in diesem Fall Frontklapper, betroffen. Der Schirm öffnet dadurch recht schnell wieder. Und das ist ein unspektakuläreres Klappverhalten, als wenn jetzt beim Frontklapper der ganze Schirm sich ohne große Verformung umdreht. Und auch ja, das lässt sich in dieser Simulation optimieren. Also man kann zum Beispiel den Schirm bei Vollgas fliegen lassen und ihn dann so lang beschleunigen, bis er einklappt. Und sieht dann, bei welcher Geschwindigkeit, bei welchem Anstellwinkel es passiert. Und das lässt sich optimieren. Diese Bilder, die man da jetzt sieht, zeigen einen simulierten Einklapper. Das heißt, in der Simulation kann ich an der A-Leine ziehen und den Gleitschirm einklappen lassen. Und das sind jetzt drei Bilder, die vielleicht sich nur auf den zweiten Blick unterscheiden, aber das sind einfach so kleine Trim-Nuancen, die man da ausprobieren kann und die dann schon Änderungen, also vor allem, wenn man auf den Außenflügel schaut, dass die drei Bilder schauen nicht ganz gleich aus. Das sind nur kleine Trim-Nuancen, die dann in der Simulation diese Unterschiede ausmachen. Und das ist ein qualitativ leider nicht allzu gut drübergelegter Real-Life-Klappern provozierter, und man sieht, die Charakteristik ist sehr ähnlich. Der Schirm klappt im Mittelflügel bald einmal hinter der A, und ja, das Bild,
das sich da ergibt, ist sehr ähnlich. Das heißt, der Übereinstimmungsgrad ist auch da recht hoch. Und je weiter der Klapper fortschreitet, desto kleiner wird der Übereinstimmungsgrad. Das heißt, die Simulation funktioniert gut, wenn es um diese initialen Momente des Klappers geht, also so die ersten Momente des Einklappens. Und je länger der Klapper in der Simulation dauert und je länger der Klapper in der Realität dauert, desto weiter driften da Simulation und Realität auseinander. Aber nachdem sich sehr viel bei der Klappereinleitung entscheidet, ist das ein sehr wertvolles Tool, das wir da zusätzlich haben. Und man kriegt einfach bevor man den Proto baut, hat man eine Aussage, wie vollgasstabil er ist. Man hat viel weniger Überraschungen, dass irgendein Prototyp bei Halbgas einfach kollabiert und man muss dann einen neuen Prototyp bauen, der erst später kollabiert, sondern man weiß, dass der erste Prototyp oder die Simulation sagt, dass der erste Prototyp erst bei über 60 km/h kollabiert und das ist keine Garantie, dass das die Praxis macht, aber der Übereinstimmungsgrad ist relativ groß. Ja, und alles ist ein großer Spielplatz an zusätzlichen Möglichkeiten, die wie all diese Simulationstools eben erlauben, dass man mit dem ersten Prototyp auf viel höherem Niveau einsteigt. Und das hat vor ein, zwei Jahren primär die Leistung im unangebremsten Flug betroffen. Das können wir schon seit einer Weile recht gut simulieren. Und jetzt geht die Aussage der Simulation eben weiter und beinhaltet Anbremsen und in dem Fall auch diese Klapper und ein paar andere Flugzustände. Also letztlich profitiert jetzt nicht nur mehr die Leistung von der Simulation, sondern das Flare-Verhalten, das Klappverhalten und einige Dinge mehr. Jetzt will ich ein bisschen detaillierter oder überhaupt erstmals auf diesen 2,5-Liner eingehen. Das, was ihr da seht, sind Mentor 7. Sind Mentor 7 Prototypen eben aus der Entwicklung des Schirms. Was wir als 2,5-Liner da bezeichnen, ist ein 3-Liner im Mittelflügel und ein 2-Liner im Außenflügel. Also man sieht, dem Schirm fehlt die C3-Stammleine, wie wir sie nennen, sondern auf der dritten Stammleine gibt es nur die A- und die B-Ebene. Infolgedessen haben wir, wie das sonst bei 2-Linern, aber mittlerweile eigentlich auch bei 3-Linern üblich ist, deutlich mehr Stäbchen verbaut, als das bei unseren bisherigen Schirmen, mit Ausnahme Xeno natürlich, der Fall war. Das erhöht einfach nochmal die Stabilität, Formstabilität und damit in letzter Konsequenz die Leistung. Und ist für dieses 2-Liner-Außenflügel-Setup fast zwingend notwendig. Beziehungsweise hat besonders dort große Vorteile. Was sind die generellen Vorteile dieses 2,5-Liner-Setups? Offensichtlich, aber gar nicht besonders wichtig ist, oder nicht der wichtigste Punkt, ist der verringerte Leinenwiderstand. Man sieht da, es fehlt die C3-Leine. Aber das ist jetzt nur nicht einmal ein Neuntel von den Stammleinen. Also das ist ja deutlich unter 10%, was man sich an Leinenmetern einspart. Das ist nicht irrelevant, aber nicht der markanteste Vorteil. Ein markanterer Vorteil ist die optimierte Flügelschränkung im beschleunigten Flug. Der Gleitschirm muss ja zwischen Trim und dem beschleunigten Flug verändert er seinen Anstellwinkel über die gesamte Spannweite. Und da gibt es aerodynamisch natürlich bessere und schlechtere Anstellwinkelverläufe.
Und man hat da über den Tragegurt nicht beliebig viele Möglichkeiten, diesen Anstellwinkelverlauf einzustellen. Und da ist es eine riesige Erleichterung, wenn diese C3-Stammleine fehlt, weil sich dadurch man spart sich da einen zusätzlichen Tragegurt, den man anlenken müsste und deren dann einschränkt in die Möglichkeiten. Zum Beispiel ist es wichtig bei diesem Schnellerwerden, dass das Profil einigermaßen erhalten bleibt. Also ich will nicht, dass sich die Profilwölbung stark erhöht oder sich die Profilwölbung stark verringert. Und mit dem Zweiliner ist das super problemlos, weil wenn ich die B länger mache oder die A kürzer, dann wird das Profil dadurch nicht deformiert. Und da macht es dann dieses Zweiliner-Außenflügelprofil viel einfacher. Das ist ja überhaupt ein Vorteil der Zweiliner, dass dieses Beschleunigen einfach sauber funktioniert, ohne dass das Profil dabei deformiert wird. Und das schafft man am Dreiliner nie ganz. Und am Zweieinhalbliner schafft man das deutlich besser als am Dreiliner. Und in der gefühlten Nutzung vielleicht der entscheidendste Punkt im Falle des Mentor 7 zumindest ist die verbesserte C-Steuerung. Man spart sich da wieder alleine, die man umlenken muss, die zusätzlich die Betätigungskräfte erhöhen wird. Und im Falle des Mentor 7 ist die C-Steuerung wirklich sehr nahe an diesem Zweiliner-Feeling. Die Betätigungskräfte sind klein und man kann wirklich mit vergleichbarer Effizienz wie beim Zweiliner den Anstellwinkel im beschleunigten Flug vor allem macht es Sinn variieren. Und die Summe dieser Vorteile ist sehr markant. Also das ist ja mal eine deutlich verbesserte Flugleistung in ruhiger Luft schon. Und durch diese optimierte Schränkung ist das über die ganze Polare der Fall. Und durch diese C-Steuerung ist das ein turbulenter Luft, riesengroßer Sprung gegenüber unseren vorhergehenden Dreiliner-Generationen. Da sieht man so ein Rendering von dem Tragegurt mit dem C-Händel und der Umlenkung. Und ihr kennt das eh alle. Es wird über Rollen oder es sind halt so Flaschenzugumlenkungen, wo man recht eingeschränkt ist von den Umlenkungen und von den Varianten und wo eben dieses Fehlen der C3-Stammleine einen großen Unterschied macht, weil man sich viel näher an dieses Optimum der Flügelschränkung beziehungsweise des Anstellwinkelverlaufs über die ganze Spannweite annähern kann. Das sind jetzt die wesentlichen Vorteile des Mentor 7 und die wesentlichen Punkte, warum der entwicklungsseitig bzw. simulationsseitig so geworden ist, wie er geworden ist. Ich bin am Ende meiner Präsentation und darf noch verweisen auf die Nova Insights, die wie letztes Jahr aber ja auch wieder stattfinden, beginnend am 14. Februar mit einem Hike and Fly für Einsteiger. Dann erzählt der Ferdi Vogel was über XC-Fliegen in den Alpen, beziehungsweise XC-Gebiete in den Alpen. Der Luis über Gurtzeug, Know-how. Und ich erzähle nochmal, was ich heute in Deutsch erzählt habe, in Englisch. Das wird jetzt die wenigsten interessieren. Ja, super. Ja. Eine Frage haben wir gestellt bekommen bis jetzt. Also für alle, die zuschauen, wir haben rechts ein Kommentarfeld und wenn ihr irgendwelche offenen Fragen an den Bibo habt, dann ist quasi jetzt die perfekte Gelegenheit, um eure offenen Fragen an den Bibo zu stellen. Also einfach rechts ins Kommentarfeld deine Frage eintippen und wir stellen sie dann quasi dem Bibo. Genau, und die erste Frage, da geht es um Simulationssoftware. Kann man mit dieser Simulation auch einen Strömungsabriss simulieren?
In Grenzen, also an wir können, also ich kann damit keinen Stall und das wieder anfahren aus dem Stall simulieren, aber die Simulation eignet sich, um einen beginnenden Strömungsabriss zu simulieren. Also man sieht den, man sieht mit vergrößerndem Anstellwinkel, wie an der Oberseite sich beginnt, die Strömung abzulösen, die Leistung extrem einbricht und der Schirm beginnt zu stallen. Man kann den Schirm in der Strömungssimulation natürlich auch mit 90 Grad von unten anströmen lassen und dann nimmt aber der Realitätsgrad sehr stark ab. Also den Schirm so lange anzubremsen, bis er im Stall ist zum Beispiel, macht eher vielleicht lustige Bilder, als dass man wirklich viel draus lernen könnte. Was? Ja, da nimmt der Realitätsgrad stark ab. Was sehr gut funktioniert, ist anbremsen bis vor dem Stall und dann irgendwann driftet Simulation und Praxis ein bisschen auseinander. Okay, dann eine Frage. Wann kommt der Mentor 7 Stubai Cup? Fragezeichen mit einem Smiley. Wann ist der Stubai Cup? In einem Monat. Also wir planen den, das ist ein bisschen eine Ungewissheit, nicht zuletzt wegen der Produktion bei uns in Vietnam, die war bis die ganze Corona-Situation hat dort verspätet begonnen und hört vielleicht leider ein bisschen verspätet dort auf. Ich kann das jetzt nicht viel verbindlicher sagen als Frühjahr dieses Jahres. Super, dann drückt mal hier mal die Daumen und hoffen, dass es vielleicht bis zum Dubai Cup sich doch noch ausgeht, aber ansonsten gibt es sicher noch genug Gelegenheiten, wo man den Dienst auch noch testen kann. Genau, dann kriegen wir noch mal eine Frage. Gibt es einen Leistungsunterschied zwischen dem 2,5-Liner-System von Nova und dem Leinensystem zum Beispiel von Nijuk? Nijuk? Also, man kann jetzt nur zwei verschiedene konkrete Gleitschirme miteinander vergleichen. Ich kann jetzt da nicht von dir auf die Frage antworten und selbst wenn ich die Leistung des konkreten Mitbewerberschirms kennen würde, weil wir das verglichen haben, würde ich das öffentlich nicht kommunizieren. Also wir machen das natürlich, und das einer Mentor 7 Entwicklung macht, dass wir den Schirm gegen Referenzgeräte vergleichen, sowohl Leistung als auch Handling und Sicherheit. Aber das ist nichts, was wir öffentlich kommunizieren. Ja, okay, super. Dann gerade nochmal eine neue Frage reingekommen. Wie groß ist der Unterschied in der Gleitzahl in etwa zwischen dem aktuellen Mentor und dem Xenon? Habt ihr da auch Erfahrungen, Bipo? Da haben wir Erfahrungen aus der Simulation. Also ich habe beide Schirme simuliert. Ich habe das jetzt gerade nicht zur Hand. Also da, das ist schon noch ein markanter Unterschied. Also aus der Praxis, der Xenon ist nochmal markant schneller. Und wir sind mit dem Mentor 7 aber nichtsdestotrotz deutlich schneller als die Referenzgeräte, die wir verglichen haben aus der B-Klasse. Und wir nehmen uns, da suchen uns natürlich die aus, die bekanntermaßen gut sind und nicht die bekanntermaßen im Mittelfeld sind. Ich glaube, wir haben mit dem Mentor 7 einen riesigen Schritt gemacht, in der Leistung, in der Geschwindigkeit und auch in der Leistung bei hoher Geschwindigkeit und in der Nutzbarkeit der Leistung. Und das nähert sich tatsächlich ein bisschen dem Zweiliner an vom, also
von in zwei Aspekten, was die Vollgasstabilität angeht und was dieses Rear-Riser-Handling, also das, was die B-Steuerung beim Zweiliner und die C-Steuerung beim Mentor angeht. Da gibt es diese Parallele, in allen anderen Punkten gibt es weniger Parallelen. Ja, super, dann sind wir auf alle Fälle schon einmal gespannt und hoffen, dass der Mentor bald einmal auf den Markt kommt, beziehungsweise mal den bald einmal zum Testen bekommt, weil es klingt auf alle Fälle schon einmal sehr, sehr vielversprechend in der B-Kategorie. Ich glaube, die Jenny hat noch eine Frage für dich. Genau, gerade ist nochmal eine reingekommen. Bitte? Wie wirkt sich das 2,5-Liner-Konzept auf die passive Sicherheit aus? Sind außer Streckung noch Unterschiede zwischen den letztjährigen C-Generationen mit 2-3-Liner-Konzept und dem diesjährigen B? Das Ende habe ich jetzt inhaltlich, glaube ich, nicht ganz verstanden. Unterschiede mit diesjährigen B und letztjährigen C? Genau, also so wurde es geschrieben. Unterschiede zwischen den letztjährigen C-Generationen und eben den diesjährigen B. Also das ist ja quasi immer so ein bisschen, ich gehe davon aus, gemeint ist, dass es ja immer ein bisschen mehr wird und die Leistung immer mehr wird. Okay, okay. Genau. Passive Sicherheit setzt sich ja aus, denke ich, hauptsächlich zwei Dinge zusammen. Das eine ist die Klappstabilität und das andere ist das Klappverhalten. Also je seltener der Schirm klappt, desto sicherer ist er und je angenehmer er einklappt. Wenn er einklappt, desto sicherer ist er ebenfalls. Der Mentor 7 ist sicher viel klappstabiler als unsere bisherigen Dreiliner-Konzepte, vor allem wenn das in Richtung Topspeed geht. Das wird einfach schneller und das funktioniert bei kleinerem Anstellwinkel als bisherige Konzepte. Das ist ja auch eine Folge eben dieser Simulationsmöglichkeiten, dass man da virtuell viel mehr rumprobieren kann in viel kürzerer Zeit, als man das in der Praxis könnte. Und das Zweite ist das Einklappverhalten. Und da würde ich auch sagen, dass das hat viele Aspekte, aber wie ich vorher gezeigt habe, also der Schirm klappt dort, wo es besonders wichtig ist, nämlich am Mittelflügel, nicht flächig, sondern das betrifft der Klappbar eigentlich nur einen ganz geringen Teil der Flügeltiefe. Und ich denke, dass dieses flächige Klappen ein Problem der Zweiliner ist, also, beziehungsweise der passiven Sicherheit der Zweiliner. Die meisten Zweiliner sind wahnsinnig stabil und wenn sie klappen, dann passiert es oft, dass sie überspitzt formuliert wie ein Stahlflügel klappen. Also das Profil rollt mit die Nase ein, sondern dreht sich wirklich als Ganzes um. Und mit diesem 2,5-Liner-Konzept haben wir dieses flächige Klappen im gesamten Mittelflügel gar nicht dort, wo das am relevantesten ist. Also das heißt, der konkrete Frontklapper, den ich vorher gezeigt habe, der öffnet da eigentlich ungleich schneller, als man das öffnet die Mittelflügel ungleich schneller, als man das bisher bei anderen Dreilinern gehabt haben. In Summe würde ich mir jetzt mit diesem 2,5-Liner-Konzept, das jetzt, wir kennen nur diesen einen Schirm, generell glaube ich nicht, dass man sagen kann, dass der 2,5-Liner weniger passive Sicherheit oder mehr passive Sicherheit hat als der Dreiliner. Aber das wird man vielleicht erst mit Sicherheit sagen können, wenn es sehr viele von diesen 2,5-Linern am Markt gibt, um das dann wirklich mit größerer Stichprobe vergleichen zu können. Und der Anspruch mit dem Mentor 7, also weil die Frage war, ob das vergleichbar ist mit diesjährigen oder letztjährigen B- oder C-Schirmen. Der Anspruch ist natürlich, dass der Schirm für diese
Mentor-Zielgruppe einfach zu fliegen ist. Und das Feedback, das wir bisher von so Vorseriengeräten bekommen haben, ist, dass das im Flug vollständig gegeben ist. Der Schirm vermittelt viel Flugruhe, hohe Stabilität. Und wenn es dann um das XC-Fliegen geht, mit hoher Schnittgeschwindigkeit, ist ja sogar deutlich einfacher zu fliegen als frühere Geräte, weil der Mentor 7 bei etwa Topspeed des Mentor 6 noch weit weg vom Vollbeschleunig ist und dabei noch sehr stabil ist. Und das ist dann unterm Strich sicherer als ja, der Schirm, der ein bisschen langsamer ist und trotzdem schon näher dem Limit ist. Ja, super. Vielleicht magst du gerade noch den Share-Screen gerade beenden, Bipo. Nachher sehen wir wieder. Ja. Ah ja. Und, genau, super. Gut, dann nächste Frage. Kann man die optimale Flügelschränkung nicht auch mit normalen 3- oder 4-Linern erreichen? Ja, praktisch ist das eben sehr schwierig, weil also die optimale Flügelschränkung lässt sich kaum mit einem Gleitschirm überhaupt erreichen, weil es gibt, der Schirm soll sich ja ganz kontinuierlich auf eine bestimmte Art und Weise über den ganzen, über die ganze Spannweite verwinden. Und das lässt sich über die Tragegurte, die es an Gleitschirmen gibt, nicht erreichen. Dadurch müsste man, um das wirklich an das Optimum zu bringen, müsste man mehr oder weniger jede Topline einzeln anlenken. Aber man ist praktisch darauf beschränkt, die Stammleinen einzeln anzulenken. Und selbst da ist es einfach wegen der Komplexität von Paragot nicht möglich, die Stammleinen separat anzulenken, sondern man muss da immer mehrere zusammenfassen. Es sind immer, hängen auf, bei jedem Gleitschirm auf den meisten Reißern zumindest 2 Leinen, weil das sonst einfach zu komplex wird. Und man ist mit jedem Gleitschirm ein Stück weit weg von dieser optimalen Schränkung über die gesamte Polare. Also ich kann diese optimale Flügelschränkung kann ich ja im Trim haben, und wenn ich den Schirm aber beschleunige, dann muss ich da ein bisschen einen Kompromiss eingehen. Und mit dem 2,5-Liner ist der Kompromiss einfach ein Stück kleiner. Ganz das Optimum, wie das der Computer ausspuckt, geht aber mit kaum Gleitschirm. Ja, sehr gut. Dann würde ich sagen, die letzte Frage noch, da geht es jetzt auch um Xenon und den Mentor. Der Xenon soll sich ja verglichen mit anderen 2-Linern recht weich anfühlen. Ist es beim Mentor im Vergleich zu anderen B-Flügeln auch eher weich? Vielleicht kann ich dazu noch was zum Abschluss. Oh, ist jetzt weich, wenn ich könnte mir vorstellen, dass beim Xenon mit weich der Bremsdruck gemeint ist, dass der recht wenig Bremsdruck hat. Ich denke, das ist oft das, was man so assoziiert mit, oder ein Schirm, der einen geringen Bremsdruck hat, dem assoziiert man oft weiche Kappe, obwohl sie gar nicht weich ist. Und der Mentor ist sicherlich kein weicher Flügel, was so das Arbeiten im Flug angeht, sondern da ist er sehr kompakt. Und vom Bremsdruck ist er verglichen mit unseren sonstigen Schirmen fällt er weder durch besonders hohen noch durch besonders geringen Bremsdruck auf. In Summe würde ich aber sagen, was ich unter einer weichen Kappe eigentlich verstehe, ist eine Kappe, die sich zum Beispiel in turbulenter Luft verformt oder die schnell mal so in flügeltiefen Richtung sich deformiert. Und in diesen beiden Punkten ist der Mentor eher harte Kappe als weiche Kappe, weil diese Deformationen sehr gering sind. Ja, super. Vielen, vielen Dank, Bipo. Vielen Dank für die tolle Präsentation und deine Zeit.
Ich hoffe, es war interessant. Ja, ich hoffe, wir sehen uns persönlich in 4 Wochen hier vor Ort in Neustift. Ja. Bist du auch wieder hier mit dabei, Pippo? Ich werde sicher vorbeischauen, ich werde sicher nicht immer da sein. Ja. Gute Kleidung mitnehmen, genau, es wird sicher... Gatschig immer. Genau. Ja, immer. Nein, wir freuen uns auf alle Fälle in 4 Wochen Stubai Cup hier vor Ort in Neustift. Also vergesst euch nicht zu registrieren auf der stubaicup.at-Seite. Da könnt ihr online euch schon registrieren. Wir haben schon über 250 Anmeldungen Stand heute. Wir freuen uns auf jede weitere. Und ansonsten bleibt alles wie gewohnt. Also einfach dann quasi mit der Online-Registrierung zur Flugschule kommen und da bekommt ihr dann quasi eure Pakete fürs Wochenende. Pippo, an der Stelle vielen Dank nochmal für deine Zeit. Wir freuen uns, in 4 Wochen dich hier begrüßen zu dürfen am Stubai Cup und ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Euch auch, danke. Danke, ciao. Gut, ciao.